Frau Kappel. Danke, Frau Vorsitzende. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit gleich anführen, dass ich die Schattenberichterstatterin unserer Fraktion für diesen Bericht sein werde, den ich für einen besonders wichtigen Bericht halte, nämlich die Digitalisierung der Industrie und wie bedeutsam dieses Thema ist. Das hat sich auch beim letzten G20-Treffen im Hangzhou gezeigt, nämlich als die G20 gesagt haben, dass ein verstärktes Augenmerk hinkünftig auf die Digitalisierung der Wirtschaft und die Digitalisierung der Industrie international gelegt werden muss. Und dass wir diesen Bericht nun hier in dem Parlament für die europäische Ebene bearbeiten, ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, denn die Digitalisierung der Industrie ist heute ein wesentlicher Wachstumstreiber und Entwicklungstreiber, auf den wir nicht verzichten können. Aber nicht nur die Digitalisierung der Industrie, sondern auch die Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen. Es liegen Studien vor, die belegen, dass sowohl in der Industrie als auch bei kleinen und mittleren Unternehmen durch die Digitalisierung wesentliche Produktivitätssteigerungen erzielt werden können und ebenso wesentlich höhere Kapitalrenditen erreicht werden können. Roland Berger hat dazu eine sehr umfassende Arbeit bis jetzt gemacht zum Thema Industrie 4.0, aus der hervorgeht, dass insbesondere im Industriebereich die Kapitalrendite um 25% erhöht werden kann und im KMU-Bereich noch wesentlich höher und dass auch eine verbesserte Maschinenauslastung diese verbesserte Produktivität steigern kann. Roboter sind in Europa im Vormarsch. Ich arbeite auch an einem Bericht mit zum Thema Robotik. Es ist auch ein besonderes Augenmerk im Zusammenhang mit diesem Bericht auf die Robotik zu legen und natürlich auch auf das, was vorher gesagt wurde, nämlich der Kodex für die elektronische Kommunikation und die Konnektivität. Das kann nämlich zu sehr großen Problemen führen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, und das kann ein Infrastrukturproblem genauso wie ein Regulierungsproblem sein, und die Kommission hat uns ja heute mitgeteilt, dass es hier ganz maßgebliche und schnelle Schritte gehen wird, um diese Problematik zu überkommen und hier neue Vorschläge, insbesondere im Bereich der Regulierung, zu machen, die eine flächendeckende Digitalisierung, nämlich für die Betriebe, grundsätzlich aufgrund der Infrastruktur möglich machen. Aber ich möchte auch bei dieser Gelegenheit wieder darauf hinweisen, dass es wichtig ist, in die Infrastruktur, in den Infrastrukturausbau zu investieren, weil wir ohne funktionsfähige digitale Infrastruktur eine Digitalisierung der Industrie und der Klein- und Mittelbetriebe nicht gewährleisten können. Und aus diesem Grund wird es sehr wichtig sein, dass dieser Bericht sich mit den Themen der Infrastruktur, aber auch mit den Themen der neuen Arbeitswelt, die auf uns zukommen wird, im Zusammenhang mit einer Digitalisierung der Industrie und von Klein- und Mittelbetrieben notwendig sein wird. Wir brauchen neue Ausbildungen und Bildungsmaßnahmen. Das wurde auch schon erwähnt von Vorrednern. Es ist sicherlich im Bereich der Standardisierung einiges zu tun, im Bereich der Finanzierung, aber auch im Bereich der Förderungen. Ich hoffe, dass der Bericht auf all diese Fragen ausreichend Antwort geben wird. Grazie.